Guten Tag, liebe Leute. Hier ist der News Flash. Pion. Und wie komisch das ist, wenn man immer an einem vorbeiguckt und dann trotzdem redet, seht ihr jetzt hier. Müsst ihr mal ausprobieren bei einem, dass ihr andauernd immer an der Seite vorbeiguckt. So, liebe Leute, wir machen Newsflash ganz schnell. Wo ist denn meine Eieruhr überhaupt? Ah, hier hinten. Ist sie denn überhaupt auf 90 Sekunden eingestellt? Tatsächlich. So, ich habe heute machen wir Newsflash und danach gibt es ein Special zu, wie heißt es denn? Call of Duty, Ghosts und Multiplayer und solche Geschichten. Da gibt es halt ein paar Infos. Da werde ich eine kleine Lesestunde machen. Haltet durch den Newsflash und zieht euch dann die Infos rein. Sehr, sehr cool. So, 90 Sekunden Newsflash. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. So, und go. EA hat das Strategiespiel Plants vs. Zombies 2 It's About Time mittlerweile weltweit für die iOS-Plattformen kostenlos released. Nach der Veröffentlichung von Elder Scrolls Online ist das Ende der Veranstaltung noch nicht erreicht. Das Entwicklerteam plant regelmäßige Updates mit neuen Inhalten. Wow, super. Wer das Strategiespiel Total War Rome 2 kauft, erhält einen früheren Zugang zu deren Free-to-Play-Multiplayer-Spiel Total War Arena. Activision und Infinity Ward haben den Mehrspielermodus von Call of Duty Ghosts enthüllt. Unter anderem wird es spielbare weibliche Charaktere geben. Es wird aber gleich noch dazu nähere Infos geben hier. Erscheint die Xbox One erst im ersten Quartal 2014. In 8 Ländern europäischer Art wird es so sein. Und Sony sagt, Spieleentwickler Overkill Software plant gemeinsam mit 505 Games innerhalb der kommenden 12 Monate insgesamt 5 DLCs für Payday 2. Laut Aussage des Entwicklers Infinity Ward wird die PC-Version des Shooter Call of Duty Ghosts besser aussehen als auf den Konsolen. Yes! Nachdem es eigentlich gerade noch hieß, dass Grand Theft Auto Online über kurz oder lang den Weg auf weiteren Plattformen wie PlayStation 4 oder Xbox One finden würde, ließ Rockstar Games nun in einem weiteren Statement verlauten, dass der Online-Part nicht alleine stehen wird, sondern man muss das Hauptspiel dafür kaufen. Die wären ja auch schön doof. Das jüngste und letzte größere Update für die Beta-Version von Arma 3 bindet die Militärsimulation nun an den Steam-Workshops. Jetzt kann man Updates und Karten und so darüber dann updaten und downloaden und die 90 Sekunden sind leider um. Aber ich habe heute echt richtig Galle gegeben. Ams. Was habe ich hier noch ganz kurz? Das große Spiel Amnesia The Dark Descent, also A Machine for Pigs, das ist das eigentlich dieser zweite Teil, kommt am 10. September diesen Jahres. Oh Gott, tut mir leid, liebes Mikro. Und es gibt für Call of Duty Ghosts, und das ist nämlich eine gute Überleitung jetzt, Call of Duty Ghosts gibt es eine Hardened und Prestige Version. Die Hard End oder Hardened kostet $120 und die Prestige $200 und da ist all möglicher Kack dabei, ja. Ich würde mir sogar eine Version kaufen, die nur $10 kostet, wenn es einfach nur das Spiel wäre. So, wir machen jetzt Call of Duty Special. Call of Duty Ghosts. Ich hoffe, ihr seid bereit. Lehnt euch nach hinten, ich werde eine kleine Vorlesestunde machen. Nya, 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 nya. Hier. Ganz viel Text. Ja, also lehnt euch nach hinten, zieht euch rein. Setzt euch an den Kamin, holt euch einen Kaffee, macht Pause oder so. So, jetzt geht's los. CD Ghost Multiplayer Info und Special. Oh Gott, das habe ich ja geschrieben. Spielentwickler Infinity Ward und Publisher Activision haben in den Abendstunden erste Details und einen Gameplay-Trailer zum Mehrspielmodus des kommenden Shooters Call of Duty Ghosts veröffentlicht. Unter anderem ließ man bei dieser Gelegenheit verlauten, dass Profile und DLC Season Pässe generationenübergreifen werden können. Generation, also mein Opa kann das mit dem... Nein, die meinen natürlich, heißt im Klartext, wer auf einer der aktuellen Konsolen, also PlayStation 3 oder Xbox 360, mit dem Spielen des neuen COD-Ablegers beginnt, kann seine Fortschritte und die erworbenen Zusatzinhalte auf die jeweilige Nachfolgekonsole, also PlayStation 4 oder Xbox One, übertragen. Oh mein Gott, das macht mich so glücklich. Ich weiß gar nicht, kaufe ich mir eine Next-Gen-Konsole? Ich bin mir noch nicht sicher. Wie gewohnt wird der Mehrspieler-Part von Call of Duty Ghosts in dem Übrigen erstmals auch weibliche Spielfiguren gespielt werden dürfen. Oh, ich darf es spielen, wow. Mit diversen Modi aufwarten. Darunter die altbekannte Free-for-All, Team Deathmatch, Search and Destroy, Domination and Q
Kill confirmed. Hinzu kommen insgesamt 7 neue Spielmodi. Oh, was kommt jetzt? Hebt das Kätzchen auf den Baum oder was? So, wie Grind, Blitz, Infected, gibt's Zombies, Hunted, Search and Rescue sowie Cranked. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Das Problem ist, Call of Duty Black Ops 2 hat ja auch ganz viele. Ja, auch solche lustigen, aber es spielt keiner. Also es spielen nicht viele. Letztgenannter versteht sich als Variation von Team Deathmatch und verbessert die Agilität und die Geschwindigkeit des Spielers mit jedem Abschuss. Lässt ihn jedoch unvermittelt verbrennen, sollte der nächste Gegner nicht schnell genug besiegt werden. Tja, das passiert halt, ne? Bei Search and Destroy Rescue können befreundete Spieler wiederbelebt werden, indem man ihre Dogtags einsammelt. Gelangen gegnerische Spieler an die eine Erkennungsmarke, ist man aus dem Spiel. Boah, ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Klingt doch ganz funny. Hinzu kommt ein Squad-Modus, bei dem Spieler wahlweise alleine im Koop-Modus oder kompetitiv spielen. Beim Squad gegen Squad werden 2 Spieler gemeinsam mit KI-Kameraden gegeneinander antreten. Wargame wiederum lässt 5 Spieler gegen ein Bot-Team kämpfen. Außerdem soll es einen 4-Spieler-Koop-Modus namens Safeguard und einen 6-Spieler-Koop-Modus namens Squad Assault geben. Irgendwie ist das... Es gibt das und das und das und das. Warum machen sie nicht einfach ein ganz normales Computerspiel? Nein. Ich glaube, ich wiederhole das nochmal einmal ganz kurz auch für mich. Hinzu kommt ein Squad-Modus, bei dem Spieler wahlweise alleine im Koop-Modus oder kompetitiv spielen dürfen. Beim Squad gegen Squad, wenn 2 Spieler gemeinsam mit KI-Kameraden gegeneinander antreten, Wargame wiederum lässt 5 Spieler gegen ein Bot-Team kämpfen. Ah ja, okay, so. Also, als eher größere Neuerung, aufpassen! Als eine eher größere Neuerung stellen sich die sogenannten Clan Wars dar. Dabei handelt es sich um ein fortlaufendes Metagame für Call of Duty Ghosts, bei dem mehrere Clans mit vergleichbarem Skill Level 2 Wochen lang um Gebiete auf einer persistenten Karte kämpfen. Das klingt doch mal schon mal fett. Im Zuge der Vorstellung sprach das Entwicklerteam übrigens von 3 Säulen, auf denen der Mehrspielermodus von Call of Duty Ghosts basieren soll. Charakterindividualisierung, dynamische Karten und die Möglichkeit, das Spiel überall mit hinnehmen zu können. Okay. Gemeint ist damit sowohl der oben bereits angesprochene Transfer von DLCs und Profilen sowie den Konsolengenerationen als auch eine mobile App. Insgesamt soll es im neuesten Teil der Shooter-Reihe mehr als 20 Killstreaks geben. Außerdem greift man auf das Pick-10-System aus Call of Duty Black Ops 2 zurück. Und es soll mehr Perks geben als jemals zuvor. Immer diese Perks. Ja. Weitere Details zum Beispiel der Modus von Call of Duty Ghosts gibt es irgendwo im Internet. Nein, das mit freundlicher Unterstützung von GameStar. Bei GameStar gibt es immer ganz coole, viele Infos. Könnt ihr euch dann herholen. So, das waren jetzt ziemlich viele Infos zu Call of Duty Ghosts. Klingt ja eigentlich alles gar nicht mal so schlecht, so mit den verschiedenen Spielmodis und so. Finde ich ganz cool, so. Das Einzige, also, warum ich zum Beispiel Black Ops 2 nicht mehr spiele, ist, dieses ganze Spiel fühlt sich halt nach Plastik an, sag ich jetzt mal. Battlefield fühlt sich schon etwas direkter an und etwas wuchtiger. Und das Geilste ist halt Arma 3, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht noch Red Orchestra, das fühlt sich auch noch ziemlich geil an. Aber Black Ops fühlt sich halt, man gleitet so und die Waffen sind auch so komisch und alles. Es macht Bock und so, aber es gibt schon wieder viel zu viele Freaks da und irgendwie ist es alles so, weiß nicht. Also vielleicht gefällt mir Call of Duty Ghosts ein bisschen besser. Ich habe eigentlich ganz gerne Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 total gerne gespielt. Modern Warfare 3 habe ich gar nicht gespielt, weil mir das da dann auf den Keks ging. Ich hoffe, wenn Call of Duty Ghosts rauskommt, also ich werde es mir dann auf jeden Fall kaufen, weil ne, ich hab darauf auf jeden Fall Bock, aber ich hoffe, dass es mich auch motiviert. Weil diese ganzen Perks von gerade, die gerade angesprochen haben, ich spiele die gar nicht, weil irgendwie online kriege ich die halt nicht. Ich bin halt nicht so gut wie Leon. Oder Arif.
Und keine Ahnung, ich hatte noch nie einen Warthog oder sowas, weiß nicht. Ich habe die noch nie eingesetzt, weil so gut, so viele Kills mache ich halt nicht. Obwohl, für meine Verhältnisse fand ich mich schon eigentlich schon mal nicht schlecht, so, aber trotzdem so mit Leon und so kann man sich halt nicht messen. So, liebe Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich wollte doch eigentlich hinten ein Video anmachen. Das habe ich jetzt vergessen. Das tut mir aber sehr leid. Ja, haben wir jetzt verpennt. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Silencer. Ciao, ciao.